Hi Leute, das ist Sanu hier. Wir hatten heute im Stream schon drüber diskutiert, ob denn endlich eine Wartung kommt, weil der Zustand von Division 2 ist im Moment so schlimm wie seit Ewigkeiten nicht mehr tatsächlich. Es sind so viele Bugs drin, es nimmt tatsächlich wirklich Überhand und ein paar von denen sind, es gibt immer wieder so Bugs, da lächelt man müde. Ja, ist ja genauso wie ich. Aber so manche Sachen, wie zum Beispiel der fehlende Waffensound oder das mit der Crafting-Station mit den Max-Rolls und so, das sind Sachen, die, keine Ahnung, die gehören in einer perfekten Welt, gehören die für mich instant gehotfixed. Ja, aber instant. Weil das sind Sachen, keine Ahnung, die zerren an der am kompletten Spielerlebnis der ganzen Spieler, der kompletten Community. Und jetzt hat Division 2 endlich was gepostet, dass es eine Wartung geben soll, die 3 Stunden dauert. Ihr wisst, diese 3 Stunden sind ein dehnbarer Begriff, was Division 2 angeht. Das Ganze geht wieder los. Klar, ne? Dienstag, der 9. Juli, 9.30 Uhr, im Idealfall bis 12.30 Uhr. Und die Fixes, die mit drin sind, ne, die betreffen den fehlenden Waffensound. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Die China-Uhr auf älteren Charakteren, dass die wieder verfügbar ist, auch so ein Ding, ne, wo ich mich frage, keine Ahnung. Das ist so wichtig. Die Crafting-Station, die, wenn man umrollt und den ganzen Kram, die Fehler und noch ein paar kleinere UI-Improvements. Jetzt habe ich hier das Trello-Board zusätzlich aufgemacht und sehe hier, dass das bei Fix ready ist. Davon können wir ausgehen, dass das mit 95%ige Wahrscheinlichkeit morgen mit drin sein wird. Ne? Und klar ist es von, dass die LMGs zusätzlich noch einen Bug haben. Also der Sound fehlt generell. Und dann kann es sein, dass du die erste Kugel, die von einem LMG abgefeuert wird, dass die einen kontinuierlichen Audio-Playback-Loop auf allen Waffen gemacht haben. Also das hatte ich nicht, den Fehler. Ne? Weiß ich nicht, ob da, vielleicht hat den einer von euch gemacht, schon gehabt. So, dann der Fehler für die Crafting-Station, dass die auf der Superior-Gear-Qualität auf Level 40 bleibt und nicht ins High-End upgegradet werden kann. Dieser Fehler wurde auch behoben, endlich. Und halt, wie gesagt, der Sound für die LMGs, die man benutzt. Jetzt ist hier natürlich, ja, jetzt finde ich, hoffe, dass es nicht nur für die LMGs ist, sondern auch für die Gewehre. Weil die sind nicht alle. Aber die sind größtenteils, fehlt dort auch der Sound. Und halt klar, was wir eben angesprochen hatten, Spieler haben keinen Zugang zur China-Uhr auf älteren Charakteren. Und das Brazen-Talent, also das Dreist-Talent, das Neue, was auf den Schrotflinten ist, und das konnte ja durch einen Bug quasi zusätzlich mit einem anderen Talent aktiv sein. Auch das haben sie gefixt, zum Glück. Und die Dark Zone, dass die auf dem gleichen Gameplay-Status wie eine nicht-invasierte, also die invasierte Dark Zone auf demselben Gameplay-Status wie eine nicht-invasierte Dark Zone für Spieler unter Level 40 bleibt. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da noch ein paar zusätzliche Sachen mehr mit drin sind. Und deswegen schauen wir mal. Aber da sind auf jeden Fall ein paar große Dinge dabei. Und wir werden sehen. Ich meine, beim letzten Mal hieß es auch, dass so ein paar Sachen gefixt sein sollten und waren es dann schlussendlich nicht. Deswegen bin ich gespannt, lasst mir mal euer Feedback da, besonders morgen, nachdem der Patch da ist, und schreibt mir mal rein, ob ihr eventuell noch irgendwas gefunden habt, was immer noch nicht funktioniert oder wieder nicht oder ist irgendwie da was anderes. Im Moment ist es wirklich ein Hühnerhaufen. So, das war's von mir, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.